Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man eigene Animationen in Roblox Studio erstellt. Lange habe ich mich vor dem Tutorial gesträubt und ihr werdet auch sehen, warum. Animationen in Roblox sind zwar ziemlich geil, aber auch ziemlich anstrengend, weil es sehr viele Dinge zu beachten gibt. Heute werden wir eine ganz simple Hammer-Schlag-Animation machen. Hier sind wir dann in Roblox Studio und ich ziehe zuallererst mal meinen lieben Bannhammer in das Spiel rein. Ihr könnt dafür ein Tool eurer Wahl verwenden, wenn ihr diesen Bannhammer auch haben wollt. Ich habe ein Video gemacht, wie man den Bannhammer erstellt. Und wenn ihr Kanalmitglieder Tier 2 oder höher seid, könnt ihr den Bannhammer genauso, wie ihr ihn hier seht, auch von meinem Discord-Server einfach runterladen. Des Weiteren werden wir die Animation einmal an unserem Standardcharakter ausführen und einmal an unseren selbst erstellten Charakter. Den ziehe ich hier deswegen auch einfach mal rein. Jetzt ist er da hinten. Den Charakter könnt ihr euch genauso, wenn ihr Kanalmitglieder seid, einfach herunterladen. Ihr müsst es aber nicht machen. Ich möchte es euch einfach nur über zwei verschiedene Wege zeigen. Das Video, wie man so einen eigenen Charakter stellt, ist jetzt auch oben rechts auf dem i verlinkt. Und damit ihr das jetzt aber nicht angucken müsst, werde ich euch erstmal zeigen, wie ihr es an einem kompletten Basic Rig macht. Dafür geht ihr oben auf Plugins. Ihr seht, ich habe mit diesem Account jetzt schon ein paar Plugins hier installiert. Was wir aber brauchen, sind die Standard-Plugins. Die sind meistens ganz rechts zu finden. Und das ist einmal der Animation Editor. Und da ist Build Rig. Und Build Rig werden wir verwenden. Wir klicken einmal auf Build Rig, wählen hier oben R15 aus und erstellen dann ganz normalen, sagen wir mal, R-Throw Normal Rig. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr natürlich auch einen Block Rig, Mesh Rig, Man Rig kommen. Wir machen Man Rig. Der wird jetzt hier einfach aufgebaut. Da ist er dann. Jetzt haben wir einen männlichen Mann. Und den können wir dann animieren. Damit wir auch sehen, wie die Animation am Ende aussieht, nehme ich mal diesen Bannhammer, drücke Steuerung D und ziehe den Bannhammer dann hier im Editor in den Dummy rein. Und dann ist er ausgerüstet. Ihr seht, der ist ziemlich groß. Das war auch das Ding bei dem Bannhammer. Aber was mir halt nicht gefallen hat, ist, dass die Bannhammer-Animation halt wirklich nur so ist. Und die machen wir jetzt neu. Dafür geht ihr wieder hier oben auf den Animation Editor. Der öffnet sich dann. Hier unten ist er jetzt geöffnet. Ich ziehe den mal ein bisschen größer und da steht Select a Rig to Animate. Deswegen klicken wir jetzt einfach unseren Dummy an und müssen dann einen Animationsnamen auswählen. Dafür wählen wir einfach den ganzen Text aus und sagen jetzt Hammer Schlag. Weil genau das soll es sein. Es soll ein Hammerschlag sein. Ihr seht hier oben Dummy und IK. IK steht für Inverse Kinematics. Das ist ziemlich cool. Werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, weil jetzt machen wir eine ganz simple und einfache Animation. Ich zeige euch erstmal, was wir hier alles haben. Neben Dummy und IK ist hier unten erstmal nichts. Da oben so Play-Zeichen, die bringen euch uns erstmal alles gar nichts. Wir können hier auf die drei Punkte gehen und könnten dann sagen Save as New. Und dann saven wir das schon mal als Hammerschlag. Und was dann gemacht wurde, ist hier im Dummy befindet sich jetzt ein Model. Und darin ist dann diese Keyframe-Sequence. Da ist praktisch unsere Animation drin gespeichert. Da ist noch nicht sehr viel drin. So. Hier rechts sehen wir die Timeline. Oben links ist bei euch vielleicht, wenn ihr das Plugin aktiviert habt, dieses Curve-Editor-Icon. Das klickt bitte nicht an, weil wenn ihr hier raufklickt, steht da auch, das wird eure Keyframe-Sequence zu einer Curve-Animation umwandeln. Und Curve-Animations sind zwar richtig geil, aber sind noch nicht so hundertprozentig released. Deswegen funktionieren die Animationen noch nicht ganz. Deswegen lassen wir das erstmal sein. Wenn ihr ein Tutorial dazu haben wollt, mache ich das aber erst in ein paar Monaten, wenn es dann richtig released ist und kein Beta-Feature mehr. Also hier gehen wir in der Timeline jetzt ein bisschen nach vorne. Für so einen Hammerschlag muss man natürlich ein bisschen ausholen und wir sagen jetzt mal so 0,6. Ja, sagen wir 0,1 Sekunde. Brauchen wir zum Ausholen und können dann einfach anfangen zu animieren. Dafür könntet ihr jetzt so ein Körperteil nehmen und dann einfach hochziehen und dann habt ihr auch schon eure Animation. Wenn wir hier jetzt in der Timeline zurückwischen und dann Leertaste drücken, dann spielt das auch ab. Dann könnte man theoretisch wieder hier runtergehen. Und dann hat man seinen Schlag. Dann hat man diesen Standardschlag, den wir schon kennen und können ihn auch abspielen. Wenn ihr hier auf Loop raufklickt, dann habt ihr eine geloopte Animation. Super cool. Aber ich drücke Steuerung Z zweimal, weil wir werden mit Inverse Kinematics arbeiten, weil wir es können. Wir gehen jetzt hier auf IK. Dadurch öffnet sich dieses Manage IK Fenster. Enable IK to start animating with IK constraints. Und dann klicken wir hier unten auf Enable IK. Dann wird hier im Editor wieder ein neuer Ordner erstellt. Roblox R15 IK constraints und die RBX Microbone Notes. Und wir sehen jetzt hier ganz viel Zeug. Aber was euch interessieren sollte ist, ihr könnt jetzt einfach diese Hand nehmen. Könnt Steuerung 1 drücken, dann habt ihr das Ding. Und dann schieben wir die Hand einfach mal nach oben, ein bisschen nach hinten. Und Steuerung 4 drücken und rotieren sie einfach nach hier oben. Dann schieben wir sie nochmal ein bisschen nach da oben. So, und alle anderen Bones, ihr seht, alle anderen Körperteile folgen dieser Hand. Und das ist ziemlich cool.
Weil so ist Animieren sehr viel einfacher gemacht. Wir haben jetzt die Hand so ungefähr bewegt, wie wir sie haben wollen. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen weiter nach hinten, so richtig weit ausholen. Den Hammer vielleicht noch ein bisschen anwinkeln. Wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr auch die ganze Zeit STRG-Z drücken. Und dann nochmal von vorne anfangen. Das heißt, wir können jetzt nochmal hier so diesen machen. Und sagen, nee, es hat mir nicht gefallen. Diesmal will ich den dann doch so. Und vielleicht nach so ein bisschen nach innen. So, wie es euch halt gefällt. Vielleicht den Hammer nach oben. So. Und alle anderen Knochen folgen. Perfekt. Jetzt habt ihr schon diese Animation so wupp. Wunderbar. Jetzt sollten wir ein bisschen ausharren, um Schwung zu holen. Deswegen wählen wir diese Keyframes aus, indem wir einfach mal hier so rüberziehen. Dann drücken wir STRG C. Gehen dorthin, wo wir... Bis dahin, wo wir ausholen wollen, drücken STRG V und dann sind die Keyframes drin und jetzt haben wir das. Das heißt, wenn wir jetzt auf diesen Loop-Button klicken, sieht das so aus, dass er dann immer noch so ein bisschen wartet. Und dann wird auch zugeschlagen und das soll relativ schnell gehen. Dafür immer wieder rein, drehen die Hand entsprechend um. So, ihr seht, das bewegt sich alles sehr wild, weil es jetzt mit Inverse Kinematics arbeitet. So, wenn wir das Ganze jetzt abspielen, dann sieht es so aus. Auch noch nicht so geil, aber immerhin etwas. Danach gehen wir am Ende wieder zurück zu unserer Standardposition. Wir wählen die Keyframes aus, gehen ans Ende, drücken STRG V und dann haben wir wieder diese Animation hier. Und damit haben wir unsere Schlaganimation gemacht. Die sieht bisher noch gar nicht so geil aus. Ihr müsstet euch natürlich noch ein bisschen mehr Zeit lassen, aber das hier ist ein Tutorial. Und damit die Animation etwas geiler aussieht, könntet ihr jetzt zum Beispiel diese Keyframes hier auswählen, Rechtsklick drauf machen und dann Easing Style sowas machen wie zum Beispiel Cubic. Und dann sieht es ein bisschen besser aus. Ich würde sagen, wir nehmen für die allerersten 4 Keyframe rein, nehmen wir den Easing Style Cubic, wählen dann aber hier zum Beispiel Easing Direction in. Hier wählen wir dann die Easing Direction out, damit er erst schnell anfängt, hier langsamer wird und dann wieder schneller wird, wenn er zuschlägt. Und hier ankommen soll er vielleicht bouncen. Dann wählen wir hier Easing Style Bounce aus. Und der bounced gar nicht so schön. Dafür müsste es vielleicht ein bisschen länger sein. Die Animation ist auch sehr schnell. Bounce sieht gar nicht nice aus, ja. So, dann haben wir diese Animation. Die ist jetzt ein bisschen smoother. Sie ist noch nicht wirklich smooth. Ihr könntet sie sehr smooth machen, indem ihr hier auf dieses verbotene Symbol geht. Mit dem Curve Editor. Aber wie gesagt, das sorgt für mehr Probleme, als es Nutzen hat, aktuell leider noch. Deswegen fassen wir den leider erstmal nicht an. Falls ihr eine Animation etwas länger haben wollt, könnt ihr hier oben einfach eingeben 2, dann ist sie 2 Sekunden lang. Die Animation lasse ich jetzt aber einfach mal 1 Sekunde lang. Und jetzt kommen die wichtigsten Punkte. Wenn ihr zufrieden seid mit eurer Animation und ich könnte sagen, ja, ich bin nicht wirklich zufrieden, aber sie ist besser als die Standardanimation, also kann man sie erstmal so lassen. Dann geht ihr hier auf die 3 Punkte. Könnt schon mal saven. Und jetzt ist wichtig, ihr geht nochmal auf die 3 Punkte und geht dann auf Set Animation Priority und setzt es auf Action. Die Frage ist jetzt, welche Action... Nein, Conny. Die Frage ist, wie du es wieder geschafft hast, deine Aufnahme da unten abschneiden zu lassen. Das hier sind die Prioritäten und es ist wichtig, dass eure Animation die anderen Animationen, die aktuell laufen, überschreibt, aber sich auch nicht zu wichtig nimmt. Dementsprechend würde ich sagen Action 1. Das einzige Problem ist, manchmal funktioniert Action 1 nicht und wird nicht abgespielt. Deswegen, um sicher zu gehen, könnt ihr Action 4 wählen. Wir wollen Roblox nicht zumüllen mit unnötig vielen Animationen. Deswegen werden wir diese Animation hier jetzt erstmal testen. Und deswegen haben wir hier auch auf die 3 Punkte gegangen, sind dann auf Save As, Hammerschlag, haben es gesaved. Damit ist die Animation jetzt erstmal hier in Roblox Studio gespeichert. Ich mache den Animation Editor mal aus. Ihr seht hier beim Dummy haben wir die Animation Saves und hier ist die Animation drin mit allen möglichen Sachen. Ihr seht hier Keyframes, Humanoid Root Part, Lower Torso, irgendwelche komischen Sachen, keine Ahnung. Hier sind halt alle möglichen Keyframes und so drin. Wie das Ganze funktioniert, brauche ich gar nicht wirklich interessieren. Wichtig ist nur, das ist eure Animation. Und mit der werden wir jetzt erstmal arbeiten. Wir wollen die Animation auf den Bannhammer hier raufpacken. Ich nehme den Bannhammer mal, gehe einmal rein. Wir fixen den einmal kurz, dass er auch benutzt werden kann, weil der Bannhammer, der required hier den Bannhändler. Im richtigen Spiel haben wir den Bannhändler hier natürlich drin. Ich gehe mal kurz auf Module Script, dann auf unseren Discord-Server. Und hier ist das Script aus dem Bannhändler-Tutorial. Das kann ich dann einfach hier einfach mal kopieren. So, und dann hier einfügen. Und dann haben wir den Bannhändler hier drin. Ich benenne den noch um in Bannhändler. Und dann ist er auch da. Und dann sollte der Bannhammer jetzt auch nicht rumheulen. Außer wegen einer Kleinigkeit. Und zwar, ich habe ja bei dem Bannhändler ja eingestellt, dass diese Spieler Admins sind. Wir ändern Player 1 mal zu Test Boss Boss. Weil so heißt mein Account, mit dem ich gerade drin bin. Und ich stelle den Modus einfach mal auf Kill. Dann gehen wir mal rein, nehmen den Bannhammer mal in die Hand. Na, hier haben wir den Bannhammer. Und wenn ich zuschlage, kommt diese blöde Standardanimation. Und diese Animation, die wollen wir jetzt austauschen. Animationen werden, wenn sie von einem Client ausgelöst werden, also wenn es jetzt so eine Tool-Animation ist, immer über ein Client-Script gemacht. Dementsprechend müssen wir dafür auch einen neuen Client-Script erstellen. Also egal, was ihr für ein Tool habt, das, was ich jetzt zeige, das könnt ihr in jedem Tool machen. Ihr geht hier aufs Plus, dann auf Local Script,
Dann nennen wir das mal um in Animation. Als erstes holen wir uns den Service Players. Dann holen wir uns den nächsten Service und zwar Game:GetService-Animation-Clip-Provider. Den Service braucht ihr nicht im Spiel. Den benutzen wir jetzt nur zum Testen, ob die Animation so gut aussieht und funktioniert, bevor wir sie einfach blind hochladen. Und deswegen machen wir jetzt auch diese Testanimation. Local Function Test Animation. Und dann nehmen wir dann den Namen rein. Das ist Type String. Und das Ding gibt uns zurück in Animation oder nichts. Jetzt sagen wir Local Test Hash ist gleich Animation Clip Provider Doppelpunkt Register Animation Clip. Und jetzt müssen wir diese Animation, die wir uns gespeichert haben, nehmen. Dafür gehe ich hier auf den Dummy rauf. Da haben wir diese Animation Saves und ich nehme einfach diesen Hammerschlag hier, mache jetzt Steuerung C. Gehe wieder auf den Bannhammer rauf. Und auf dieses Local Script macht dann Steuerung Umschalt V. Und jetzt haben wir eine Kopie hier drin und die heißt Hammerschlag. Dann sagen wir einfach Script Doppelpunkt Find First Child Name. If not test hash, then return end. Und jetzt erstellen wir uns eine Animation daraus. Und zwar Local Animation ist gleich Instance.new Animation. Animation.parent ist gleich Script. Animation.AnimationID ist gleich dieser Test Hash. Wichtig ist, diesen Test-Hash, den könnt ihr nur in Roblox Studio verwenden, um zu testen, ob die Animation gut aussieht. Wenn ihr dann mit der Animation zufrieden seid und sie in euer Spiel hinzufügen wollt, dann müsst ihr die Animation hochladen und dann die Asset-ID verwenden. Das liegt einfach an Content-Moderation von Roblox. Es geht nicht anders. Aber wir wollen Roblox ja nicht zuhauen. Wir wollen vor allem unsere Profile nicht zuhauen mit unendlich vielen komischen Animationen. Und deswegen machen wir es einmal hier richtig mit einem Test. Als letztes returnen wir natürlich diese Animation. Jetzt müssen wir noch eine Funktion machen, um eine Animation auszuführen. Die nenne ich Local Function Animate. Und die nimmt dann einfach die Animation rein vom Type Animation or nil. Jetzt sagen wir if not Animation, then return end. Also falls wir keine Animation haben, dann können wir auch nichts animieren. Wir haben ja oben den Service Players geholt und jetzt müssen wir uns erstmal den Player holen. Also sagen wir local Spieler ist gleich Players Punkt local Player local Character ist gleich Spieler Punkt Character. Jetzt sagen wir if not Character then return end. Jetzt sagen wir local humanoid ist gleich character Doppelpunkt find first child which is a humanoid und danach noch einmal unser Liebling if not humanoid or humanoid Punkt health ist kleiner gleich 0, then return end. So, jetzt haben wir sichergestellt, dass wir eine Animation haben, dass wir einen Charakter haben und dass wir einen Humanoid haben, der auch lebt. Also holen wir uns jetzt erstmal den Animator, also sagen wir Local Animator vom Type Animator ist gleich Humanoid Doppelpunkt Find First Child of Class Animator. If not Animator, then return end. Auch blöd, wenn wir keinen Animator haben. Und jetzt können wir endlich den Track laden, also local track ist gleich animator Doppelpunkt load animation und dann sagen wir animation. Wenn wir die Animation geladen haben, können wir die Animation auch abspielen, also sagen wir track Doppelpunkt play und als letztes return track, weil wir wollen vielleicht, wenn wir die Animation, wenn wir die Funktion gecallt haben, nochmal checken, spielt die Animation überhaupt ab? Oder die Geschwindigkeit ändern oder sonst was. Einfach, um uns diese Möglichkeiten offen zu halten, returnen wir einen Track. Können wir auch sagen, returned ein Animation Track. So. Der Aufbau ist jetzt da. Und wir werden jetzt einfach mal eine Testanimation durchlaufen lassen. Das heißt, wir hauen hier einfach mal einen Task.rate rein von 3 Sekunden. Und nach 3 Sekunden wird die Funktion Animate gecallt. Und zwar mit der Animation, die wir aus der Funktion Testanimation bekommen. Mit dem Namen Hammerschlag. Das ist der Name, den wir hier drin haben als diese Testanimation. Also genauso wie er dort geschrieben ist, haben wir ihn hier. Und dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Wir klicken jetzt auf Play. Hier bin ich. Sobald ich den Hammer aufhebe, wird nach 2 Sekunden die Animation abgespielt. Also hebe ich jetzt den Hammer auf. So, 1, 2 und er schlägt zu. Er hat's getan. Die Animation wird abgespielt ohne Probleme. Wir können den Hammer auch einmal fallen lassen, wird direkt wieder aufgehoben und nach 2 Sekunden wird's wieder abgespielt. Ihr lasst den Hammer übrigens fallen, indem ihr Backspace drückt. Das ist die Taste über Enter. Dann könnt ihr die Animation nochmal von einem anderen Winkel angucken und gucken,
Passt das so? Wenn es euch so passt, perfekt. Wenn nicht, könnt ihr die Animation nochmal bearbeiten. Um sie zu bearbeiten, hier geht ihr wieder oben auf Plugins, dann auf den Animation Editor, klickt wieder auf euren Homie hier, könnt ihr die Animation bearbeiten. Um sie reinzuladen, geht ihr auf die drei Punkte und dann auf Load und dann wählt ihr diese Animation aus. Wenn ihr dann zufrieden seid mit der Animation und ich bin jetzt erstmal zufrieden mit der hier, wir wollen jetzt noch nichts super Besonderes machen, gehe ich auf die drei Punkte, dann auf Publish to Roblox. Dann öffnet sich dieses Fenster, da steht schon Hammerschlag drin und dann können wir die Animation speichern. So, hier kommt dann eine Asset-ID, da könnt ihr raufklicken, dann kommt ihr auf eine Roblox-Seite und könnt da aus dem Link diese ID, die hier drin steht, nach Slash Library und vor dem nächsten Slash steht die ID dieser Animation, die kopiert euch am besten raus. Geht dann auf Close und jetzt machen wir es richtig. Jetzt mache ich den Animation-Editor mal zu, gehe wieder hier auf das Animation-Script und wir arbeiten jetzt mit der richtigen Animation, das heißt wir klicken hier aufs Plus. Gehen dann auf Animation, dann wird eine Animation hinzugefügt und hier in die Animation-ID drückt ihr STRG V, packt ihr diese Animations-ID rein, dann wird daraus eine Roblox-Asset-ID gemacht. Und diesen Hammerschlag hier, den können wir jetzt entfernen, weil wir brauchen nicht mehr testen. Jetzt wollen wir das in unser richtiges Spiel einbauen. Dafür sagen wir dann einfach nicht mehr Test-Animation, sondern wir sagen Script:FindFirstChildAnimation. Wir können die Animation natürlich dann auch richtig benennen nach Hammerschlag. Wenn ihr verschiedene Animationen habt, macht das Sinn, dass ihr die dann entsprechend benennt. Wir gehen wieder rein. Dann wird diese ganze Testfunktion gar nicht ausgeführt, sondern wir arbeiten jetzt direkt mit der Animationsdings und es funktioniert. Als letztes wollen wir die Animation natürlich noch daran koppeln, wenn wir damit zuschlagen. Weil aktuell, ich zeig's euch nochmal, aktuell ist es so, wir heben den Hammer auf. Nach 2 Sekunden wird dann die Schlaganimation ausgeführt. Bam. Aber wenn ich klicke, wird immer noch die alte Schlaganimation gemacht. Und das wollen wir jetzt noch ändern. Also erstellen wir uns ein Remote Event. Wir könnten theoretisch auch eine Remote Function machen. Wir machen am besten eine Remote Function. Das ist dann sinnvoller für die Zukunft. Wir sagen jetzt Local Animation vom Type Remote Function ist gleich eine Instance.new in Anführungsstrichen Remote Function. Und ich packe das Ding mal hier nach ganz unten. Weil wir wollen die Remote Function unten auch connecten. Also machen wir das hier einmal. Ist gleich eine Remote Function. Jetzt sagen wir Animation.onClientInvoke ist gleich Animate. Und das bedeutet, wenn jetzt diese Remote-Function gecallt wird, dann wird die Funktion Animate ausgeführt. Vielleicht wollen wir das Ding noch umbenennen, falls wir mehrere Remote-Functions haben. Also können wir hier nochmal Animation.name ist gleich AnimationCallin zum Beispiel, AnimationCallin oder Invoken. So, sagen wir Animation invoken. Als letztes müssen wir noch Parent setzen, und zwar Animation.parent ist gleich Script. Und da fällt mir noch ein Problem auf. Und zwar, wenn wir das jetzt auf einen Client erstellen, dann wird der Server das gar nicht sehen, weil solche Sachen werden nicht zum Server repliziert. Also nehme ich mir einfach mal diesen Teil hier und öffne dann das Bunhammer-Script. Hier habe ich übrigens den Bunhändler jetzt ausgeklammert und wir fügen das einfach mal hier oben hinzu. Wir nehmen uns hier ein bisschen Platz. Pasten das hier einmal rein und dann haben wir Animation. Ich hoffe, hier wird keine Variable überschrieben. Nee, wird es nicht. Sehr gut. Ist eine Remote-Function, bla bla bla. Animation.parent ist gleich Script. Ändern wir einfach mal zu Script.parent Doppelpunkt FindFirstChild Animation. Also zu diesem Local-Script, das wir hier gemacht haben. Und im Client-Script müssen wir jetzt das Ding hier finden. Das heißt, wir sagen jetzt Script Doppelpunkt FindFirstChild mit dem Namen Animation Invoken. So wie wir es ja auch genannt haben. Und jetzt sagen wir hier, nehmen wir das da weg und Client Invoke Animate. Und genau dieses Remote-Event werden wir jetzt invoken an der Stelle, wo wir normalerweise die Animation machen. Und hier unten ist ja unsere ausführende Seite. Und da haben wir zum Beispiel ein Activated bla bla bla. Da wird dann die Funktion Slash-Animation ausgeführt. Wir gehen mal zur Funktion Slash-Animation. Die haben wir dann hier. Und hier seht ihr noch, wie die alte Animation aussah. Die mache ich einfach mal weg. Wir klammern die aus. Und callen jetzt einfach die richtige Animation, indem wir einfach sagen Animation Doppelpunkt Invoke Client. Und dann sagen wir Bunhammer.besitze. Und das ist ein Spiel. Wir können dann den Bunhammer wieder durch Self austauschen, damit wir ein bisschen weniger Text haben. Und als zweites Argument müssen wir dann natürlich noch die Animation mitbringen. Und die liegt aktuell im Local Script drin. Wir können einfach hier hochgehen und uns die Animation irgendwo abspeichern. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, das macht am meisten Sinn, wenn wir jetzt sagen Bunhammer.animationen ist gleich script.parent doppelpunkt findFirstChild, which is a local script. Das können wir natürlich nur machen, wenn wir nur ein weiteres local script haben. Ihr könnt genauso auch findFirstChildAnimation machen. Das sind jetzt einfach hier 2 Möglichkeiten, um dieses local script zu finden. Und dann sagen wir einfach doppelpunkt getChildren. Und das solltet ihr auch nur dann machen, wenn sich hier drin jetzt wirklich
wirklich nur die Animationen befinden. Jetzt gehen wir wieder runter zu der Slash-Animation und sagen jetzt self.animationen und dann in eckigen Klammern 1, weil das wäre jetzt Hammerschlag Nummer 1. Ist nicht der optimalste Weg, den wir jetzt gewählt haben. Aber so würde es erstmal funktionieren. Wir gehen jetzt mal auf Play. So, wählen dann den Hammer aus, drücken dann einmal Linksklick und es wird unsere eigene selbstgemachte Animation gespielt. Und ich kann die einfach spielen, wie ich will. Es funktioniert. Ich kann die ganze Zeit jetzt klicken, klicken, spam, 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 spam und es wird immer wieder gemacht. Ich kann es beim Laufen machen, ich kann es im Stehen machen. Es funktioniert. Jetzt haben wir unsere eigene Animation hier. Jetzt haben wir dann einen Dummy, den können wir aufs Maul hauen, aber der würde nicht sterben, weil er nur ein Dummy ist. Dann haben wir noch einen Starter-Character. Ey, der stirbt ja auch nicht. Ey, sterben alle nicht, weil der Bannhammer nur darauf ausgelegt ist, Spieler zu töten. Und das sind keine Spieler, sondern NPCs. Was ist das denn? Wuch, das war ja geil. Das will ich nochmal. Ich will nochmal, nochmal. Please, nochmal. Lass mich nochmal. Ja gut, dann nicht. So, um da ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen, müsstet ihr dann wahrscheinlich wirklich die Sachen hier einzeln nehmen. Und dann hier statt Bannhammer.animation Find First Child bla 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 zu machen, wirklich ein Table machen. Und dann sagt ihr zum Beispiel Bannhammer.animation.schlag ist gleich das, was wir vorhin hatten. Nur, dass wir jetzt nicht Get Children, sondern Doppelpunkt Find First Child Hammerschlag machen. Und dann könnt ihr zum Beispiel die nächste Animation hinzufügen für einen kritischen Schlag. Den könnt ihr dann Crit-Schlag nennen. Die ist jetzt hier nicht dabei. Hier, dann sagen wir auch einmal nicht Schlag, sondern Punkt Crit. Aber das haben wir noch nicht gemacht. Deswegen klammere ich das mal aus. Wir heben uns das für später auf. Gehen dann nochmal hier runter und gehen dann auf self.animation.schlag. Und damit wäre das dann auch ordentlich gemacht. Ich hoffe, ihr habt hier halbwegs durchgeblickt. Falls nicht, könnt ihr euch natürlich diesen Bannhammer, so wie ich ihn hier gemacht habe, jetzt nochmal auf meinem Discord-Server herunterladen mit dieser Animation und ohne den Bannhändler, sondern so, dass der wirklich nur killen kann. Das einzige Problem bei Animationen ist, die Animation hier, die müsst ihr trotzdem selber machen. Animationen kann man in seinem Spiel nur benutzen, wenn man sie selbst erstellt hat. Wenn ihr euer Spiel in einer Gruppe publisht, dann müsst ihr auch diese Animation nochmal für eure Gruppe hochladen. Da habe ich aber noch einen Trick für euch. Ihr könnt nochmal hier auf Plugins gehen, dann auf Animation Editor. Hier haben wir unseren Schlag von vorhin. Stellen wir uns aber mal vor, wir haben den nicht. Geht ihr auf die drei Punkte, dann auf Import, dann from Roblox. Und dann könnt ihr nur eure eigenen Animationen, die ihr selbst hochgeladen habt oder die ihr selbst in euren Gruppen hochgeladen habt, auswählen. Dann importieren, submit, dann wird die Animation auch geladen. Wenn ihr das mit Animationen versucht, die von jemand anderem sind, wird es nicht funktionieren. Roblox lässt das einfach nicht zu. Aber ihr könnt diese Animation dann wiederum abspeichern, save es, dann als neu und dann irgendwas. Und dann könnt ihr dieses Ding hier in euer Roblox Studio wieder importieren und dann als Animation laden und dann wieder speichern, weil ich kann hier natürlich hier auch auf die drei Punkte auf Load und Hammerschlag gehen und dann haben wir die Animation Hammerschlag geladen und dann könnt ihr die auch auf einem anderen Account benutzen. Dementsprechend diese Animation Hammerschlag, die packe ich euch auch in den Bannhammer rein, aber ich packe sie hier in das Script rein, damit ihr sie dort finden könnt. Das heißt, wenn ihr die Animation nicht selber machen wollt, sondern meine übernehmen wollt, dann stellt ihr euch wieder ein Dummy, bla 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 und zieht dann diese Animation in euren Animation Controller rein und ladet sie dann und dann könnt ihr sie speichern, selbst hochladen, diese Animation ID hier austauschen und dann habt ihr auch meine Animation, auch wenn die Animation jetzt nicht so gut ist. Aber meinetwegen, wenn ihr es haben wollt, kriegt ihr es. Ich habe den Bannhammer jetzt noch ein bisschen modifiziert, dass man damit alles töten kann. Und ich meine auch wirklich alles. Wenn ihr den Hammer einfach runterladen wollt, dann könnt ihr das auf meinem Discord-Server tun. Kanalmitglieder Tier 2 oder höher haben Zugriff auf den Pony Tutorial Ressourcen-Channel. Und wenn ihr ein Tutorial sehen wollt, wie ich eine coole, smooth Animation mache, wo dann auch noch Effekte dazukommen, zum Beispiel wenn der Hammer auf den Boden einschlägt, das Erde hochsplittert, dann will ich auf diesem Video noch 300 Likes sehen. Und ich weiß, 300 Likes dauern eine Weile. Das soll auch so sein, weil um dieses Tutorial zu machen, müssen wir sowieso noch 1-2 Monate warten, bis Animation Curves richtig supportet werden. Aber das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!